Es ist Ende August. Das Getreide ist vom Acker gefahren und im nächsten Frühjahr sollen Kartoffeln gelegt werden. Das ist der richtige Zeitpunkt für die Wahl und anschließende Aussaat einer Winterzwischenfrucht. Der Anbau einer solchen Covercrop soll optimale und ertragssichernde Wachstumsbedingungen für die Kartoffel gewährleisten, indem die Nährstoffverfügbarkeit, die Struktur und Stabilität und die phytosanitären Gegebenheiten des Bodens positiv beeinflusst werden. Um diese potenziellen Effekte zu realisieren und auch möglichst auszuschöpfen, kommt es auf die Wahl der richtigen Zwischenfrucht und das passende Bestandsmanagement an. Die wohl am häufigsten auf den Acker gebrachte Zwischenfrucht vor der Kartoffel ist der Ölrettich. Er gehört wie Raps oder auch Senf zur Familie der Kreuzblütler. Die große Beliebtheit dieser Pflanze ist auf ihre trichodoriden-reduzierende Wirkung zurückzuführen. Dabei handelt es sich um virusübertragende Nematoden, die zum Beispiel das Tobacco-Rattle-Virus, kurz TRV, verbreiten. Wird eine Kartoffelpflanze vom TRV befallen, erkrankt sie an der virösen Eisenfleckigkeit, die durch nekrotische Veränderungen am Kraut und den Knollen zu erkennen ist. Die virusübertragenden Nematoden, die Trichodoriden, können sich vom Ölrettich allerdings nur schlecht ernähren, weshalb ihre Population durch den Anbau erfolgreich verringert wird. Je nachdem, welche Ölrettichsorte angebaut wird, verlieren die Nematoden beim Anstechen der Wurzeln das Virus, sodass es nicht mehr auf Kartoffeln übertragen werden kann. Auf diese Weise wirkt Ölrettich also doppelt gesundend auf den Boden. Möchte man ein Gemenge anbauen, eignen sich als Mischungspartner für den Ölrettich zum Beispiel der Öllein oder Rauhafer in der Sorte Pratex. Beide sind ebenfalls schlechte Wirtspflanzen für Trichodoriden und auch andere Nematoden. Neben diesen Pflanzen stellen auch Legumefruchtarten wie die Sommerwicke, blaue Lupine, Peluschke oder Alexandrinerklee wertvolle Gemengepartner für eine Zwischenfruchtmischung dar. Über eine Symbiose mit den sogenannten Knöllchenbakterien können diese Arten molekularen Luftstickstoff fixieren und damit für die Folgefrucht verfügbar machen. Kartoffeln haben einen mittleren bis hohen Stickstoffanspruch, weshalb sie besonders vom Vorfruchteffekt der Leguminosen profitieren. Stickstoff und andere Pflanzennährstoffe sind über den Winter in der Biomasse der Zwischenfrucht gebunden und damit vor einer Auswaschung in tiefere Bodenschichten geschützt. Damit die Nährstoffe im Frühjahr dennoch schnell und zur richtigen Zeit für die Kartoffel verfügbar sind, gilt es, den passenden Moment für die Bearbeitung der Zwischenfruchtbestände zu finden. Bei Beständen mit größtenteils abfrierenden Arten wie Alexandrinerklee, Rauhafer, Öllein und Sommerwicke sollte ein Umbruch bereits vor dem ersten Frost stattfinden. So wird der Erweiterung des CN-Verhältnisses in der Biomasse und damit einer langsameren Umsetzung im Frühjahr vorgebeugt. Die Bodentemperatur sollte zum Umbruch schon auf etwa 5 Grad Celsius gesunken sein, damit keine wesentlichen Mineralisationsprozesse mehr ablaufen. Ein Abschlägeln oder Umbrechen des Zwischenfruchtbestandes ist außerdem bei einer fortschreitenden Samenreife oder einer beginnenden Verholzung der Pflanzen sinnvoll. Denn abgestorbenes, verholztes Material, das nur langsam verrottet, bietet einen guten Nährboden für Rhizoctonia-Erreger, die die Pflanzkartoffeln im Frühjahr vermehrt befallen und ein schlechtes Auflaufen, Kartoffelpocken und missförmige Knollen verursachen können. Ist ein passender Umbruchtermin gefunden, ist bei der Einarbeitung auf eine ausreichende Zerkleinerung und gleichmäßige Verteilung des organischen Materials zu achten.